Hallo, wir befinden uns hier im nagelneuen Ibis Leipzig City, gelegen in der Reichsstraße, nur wenige Meter vom Brühl, vom Stadtzentrum, vom Hauptbahnhof entfernt. Ich habe mich hier mal für eine Nacht eingebucht, um das neue Hotel kennenzulernen. Ausgestattet nach dem allerneuesten Ibis-Konzept. Was das Design angeht. Schreibtisch ist vorhanden, direkt am Fenster. Und auch hier wieder positiv der Steckdosenwürfel mit drei Anschlüssen und zwei USB-Anschlüssen. Das ist jetzt in den nagelneuen Ibis-Hotels überall Standard und richtig geil für Leute wie mich, die viel Strom brauchen und viele Geräte anzuschließen haben. Ja, hier sieht man noch einen kleinen Ablagefläche, kleine Art Kleiderschrank, wo man seinen Koffer abstellen kann. Ich bin heute nur mit kleinem Gepäck angereist, nur mit Rucksack für die eine Nacht. Das moderne Suitebett bei Ibis, für mich eins der bequemsten Hotelbetten. Schlafe ich auch sehr gerne drin und sehr bequem. An beiden Seiten eine Nachttischlampe, an beiden Seiten aber auch eine Steckdose. Also mit Steckdosen haben wir hier keine Probleme wie in manchen anderen Hotels. Da gibt es mehr als genug von. Auf der anderen Seite Fernseher. Kann man also direkt vom Bett aus gucken, wer das möchte. Gehen wir mal ins Badezimmer. Auch ausreichend groß, Toilette, Waschbecken vorhanden, Föhn vorhanden, Duschgel vorhanden und eine wirklich geräumige, große Dusche, ausreichend groß, sauber, modern, geräumig, kann man nicht meckern. Die Zimmer haben die Standardgröße, das sind so 16 Quadratmeter. Das ist vollkommen ausreichend für so einen kurzen Städtetrip, wo man das Hotelzimmer dann wirklich nur zum Schlafen benötigt. Alles in allem, Preis-Leistung stimmt, kann man mal machen. Ersten Test soweit, denke ich mal, bestanden.